hier entsteht er, der erste Mittelalterkäse aus Nerdica. Hier hängt er schon. Ach, herrlich. Ist das nicht toll? Da drinne. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie man als Kind hier lang marschiert, von seiner Mama ein Goldstück bekommt und sagt, hey Junge, geh mal da hinten hin, zum Marktplatz. Da, wo es das leckere Essen gibt. Dann gehst du von hinten los und holst für deine Mutter. Hier. Ah, nix. Gehst du lang. Stellst dich hier beim Bäcker an und holst dir ein leckeres Brot und dann hier hin und dann holst du dir hier eine Scheibe Käse raus und stehst dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und beim Rückweg von der Käserei wird auf magische Art und Weise vom Brot ein Stückchen abgerissen und vom Käse fährt dann auch ein Stück und das Kind kommt dann nach Hause. Ah, Mama, das war so lecker. Und dann gibt's ein lautes Bäuerchen und jeder weiß Bescheid, was war. Und die Frage, warum fehlt denn hier am Käse was? Wer hat von meinem Käse genascht? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Die erübrigt sich. Ja, sehr schön. Ach, ist das ein herrliches Spiel. Wir machen weiter. Und ich möchte mit euch heute unter anderem natürlich einmal die Käserei checken und einmal die Bevölkerung an sich und die mal durchgehen. Das ist übrigens in meinen Augen noch einer der Punkte, die hier wirklich fehlen, nämlich eine Bevölkerungsstatistik, das fehlt hier noch. Aber hey, okay, gut, wir sind hier Massen am Produzieren, wir machen hier Käse und hier wird mich jetzt wirklich mal interessieren, ist der Sättigungsgrad des Käses genauso groß wie bei anderen Nahrungsmittelsorten? Ist es quasi immer diese magische 2,4, die ich mal errechnet hatte? Oder ist es beim Käse eventuell ein bisschen anders? Das weiß ich tatsächlich nicht und die haben hier, boah, 58% Untätigkeit. Ja, wir müssen mal gucken, wie hoch der Verbrauch ist mit zwei Leuten. Das wird natürlich hier mit der Zeit hier irgendwann bei den Tieren mehr werden. Und bei den Schlachtungen aber müssen wir natürlich auch erstmal dranbleiben. An sich sieht's, was das Essen angeht, in meines Erachtens nach gut aus. Wir bräuchten eigentlich auch noch nicht weiter updaten, was die Essensproduktion an sich angeht. Wenn man uns das mal anguckt, ja, was heißt, Verderbnisrate ist da sehr gering, aber der Verbrauch steigert sich momentan ein bisschen. Getreide sinkt immer ein bisschen, steigt aber in den nächsten Jahren hoffentlich wieder an. Liegt natürlich auch immer am Feld, auf dem wir produzieren. Gemüse liegt sehr hoch, Verderbnisrate ist extrem groß, sind wir bei 4000. Wenn man das mal sieht, ja, wenn wir das mal durchrechnen. 4000, jetzt müssen wir machen das mal gerade mehr oder weniger live. So, einen Moment. Ich habe tatsächlich gerade einen Taschenrechner offen. Das heißt, das sind knappe 30 pro Person. Das heißt, für das würde echt für noch knappe 100 Leute reichen hier. Also, wir haben genug. Und wenn wir das Obst angucken, auch hier sind wir nochmal bei 20, 30 Leuten. Also, wir haben so viel zu essen. Auch Milchprodukte. Gott, ey, das ist... Guck dir das mal an. Wir sind 200 Milch schlecht geworden. Ist das krank. Okay, also wir müssen da deutlich besser werden. Und deswegen werden wir uns jetzt wirklich darum kümmern, dass wir alle unsere Rübenkeller updaten, dass die Verderbnisrate dort geringer ist. Und danach will ich, und das fangen wir jetzt schon mal an, will ich einmal die Glasproduktion starten und dann hier das Essen einkochen. Das finde ich ist auch eine wichtige Sache. Glas ist ja grundsätzlich eine gute Sache, auch als, hatten wir es gesehen, hier vorne, können wir nochmal reinschauen, auch als Luxusprodukt ist es hier drin, Glaswaren und Möbel wollen sie natürlich haben, das sollten wir ihnen bieten und deswegen bauen wir jetzt mal Glas an, oder bauen Glas nicht an, es gibt ja keinen Glasbaum, sondern werden eine Glasmacherei hier bauen, ich hoffe, die kriegen wir hier irgendwo rein. Ich kriegen wir die auch hier. Oh, das geht, das ist gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier oben nicht. Hier kriegen wir die auch nicht hin, ne? Nee. Was ist denn, wenn wir hier einebnen? Versuchen das mal hier einzuebnen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht dann noch die Glasbläse reinkriegen. So, jetzt ist der Händler da.
Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Moment. Und herzlichen Glückwunsch. Also verkaufen geht natürlich echt super, aber wir haben ja nichts zum Verticken. Ah, klasse. Das Einzige, was wir haben, Honig, das ist natürlich, das geht nicht gut. Fleisch brauchen wir selbst. Oh, 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 oh. Er hat Weidekörbe, er hat Weidekörbe. Oh, also Weide. Und das auch noch zu einem extrem günstigen Preis. Ah, shit. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt müssten wir was verkaufen, aber wir haben nichts zum Verkaufen an ihn. Okay, jetzt müssen wir wirklich genau gucken. Also wenn der nächste Händler da ist, müssen wir ihm was verkaufen. Das ist jetzt wirklich wichtig. Und ich möchte ebenfalls hier die Straßen weiter ausbauen. Da hinten ist es mir erstmal wurscht. Die Straße hier. Können wir die nicht noch weiterbauen? Echt, das geht nicht. Also da verstehe ich das Spiel manchmal nicht, ne? Frei, 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 frei. Geht nicht. Okay, gut. Wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt mal als Bug abstempeln und sagen, es ist halt so, wie es ist. So, wir werden weiter die Straßen updaten. Hier oben vor allen Dingen auch. Die will ich verbessern. Die Straße. Das sieht, finde ich, doof aus, wenn es so eine Lehmstraße gibt. Hallo? Zack. Da vorne bei der Schmiede. Das finde ich nicht hübsch. Die bitte auch. Die Straße. Das ist so ein kleiner Hinterhofweg. Den können wir so lassen. So, dann haben wir die nächsten Straßen geupdatet. Die können wir auch so lassen. Ich denke, wir werden hier... Ah, ich weiß nicht. Ob wir die Straße noch updaten? Ah, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, Okay, gut. Dann sind wir hier eigentlich soweit. Das passt soweit. Dann haben wir hier Steine. Und dann können wir es ein bisschen schneller machen. Wir müssen jetzt wirklich abwarten, wann der nächste Händler kommt. Und in der Zeit können wir uns mit der Bevölkerung hier befassen. Wir haben 20 Militär. Das ist okay. Und wir sollten irgendwann, wenn wir die ganzen Waren produzieren, auch hier weitermachen. Aber das, denke ich mal, brauchen wir noch nicht. Wir sind auch bei den Bedürfnissen gut. Die wollen Unterhaltung. Echt, die wollen Unterhaltung haben. Wir wollen unterhalten werden. In der Schule, in einem Rattenfängerhaus, in einem Theater. Ja, in einem Rattenfängerhaus können sie unterhalten werden. Nein, also Spaß beiseite. Wir wollen natürlich auch irgendwann die Apotheke bauen. Was brauchen wir denn dafür? Ein Krankenhaus? Ja, kriegen sie auch. Vermutlich ist das Krankenhaus... Wo haben wir es? Ein Update für... Wo ist es? Da, ne? Heilkundehaus wird wahrscheinlich dann zum Krankenhaus verbessert. Würde ich vermuten. Aber ein Theater, das können wir tatsächlich mal machen. Ein neuer Händler ist eingetroffen. Sehr gut. Pause. Jetzt gucken wir mal, was das Theater kostet, ob wir das hier hinkriegen und ob wir damit die entsprechenden Reichweiten generieren. Alternativ können wir es hier abreißen und auch da hinsetzen. Das wäre natürlich auch möglich. Ui. Das hat ja eine große Reichweite. 150, 150 und 1000. Wir haben genug Gold. Monatliche Kosten können wir auch stemmen. Das wäre jetzt wirklich mal eine Möglichkeit, ne? Und wir hätten hier alles mit drin. Das ganze Dorf? Nein. Können wir das da hinsetzen? Boah, das ist ja genial. Okay, dann müssen wir dich wegmachen. Und dich entfernen. Wir machen dich sicher jetzt aber auch mal weg. So. Dann setzen wir das Theater. Tja. Ich würde es tatsächlich da hinsetzen. Ja, wir gucken mal, wenn wir das da hinsetzen, ob das alles erwischt. So, ganz nach unten und ein hoch. Boah, ist das genial.
kriegen wir alles mit rein. Sehr cool. Und dann neue Wege. Da lang. Da lang. Und natürlich da lang. Oh, ist das hübsch. Das würde mich aber freuen, wenn das Ding fertig ist. So, das ist das erste Thema. Zweites Thema. Wir wollen natürlich jetzt unseren Kram hier verticken. Wir brauchen nämlich die Weiden. Und unsere Leute hier vernünftige Weidenkörper haben. Und da würde ich mir jetzt wirklich irgendwie eine Bevölkerungsstatistik wünschen für das Thema. Dass wir wirklich mal sehen, wie viele jetzt Weidenkörper haben. Aber wir haben halt noch 14 auf Lager, ne? Schwierig, schwierig. Schwierig zu sagen, ob wir hier über bekandidelt sind oder nicht, aber wenn ich mir sicher angucke, hier sind sehr viele, die herumlaufen und keinen Korb auf dem Rücken haben. Er hier zum Beispiel auch, der arbeitet auch irgendwo auch keinen Korb. Also wir sollten echt gucken, dass wir noch ein paar Weiden kaufen. Ich denke, das ist wichtig. Das ist die Frage, was er auf Lager hat. Ja. Nein, zu einem schlechten Preis. Egal, wir müssen das loswerden. Einmal verkaufen, bitte. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch haben. Vielmehr nicht. Er hat, Golderz. Moment. Wie viel Golderz brauche ich denn für Gold? 5 Golderz für 100 Barren? Moment. Lohnt sich das? Wie viel geben wir denn aus? 15? Das heißt, für 5-mal Golderz. Ach, das ist nur zum... Ah, nein, er verkauft das nicht. Ah, entschuldigt bitte, das habe ich falsch gesehen. Okay, da könnten wir aber bei Zeiten auch mal gucken, dass wir auf der Karte vielleicht nach Golderz suchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dass wir uns ja auch ein bisschen Golderz produzieren. Aber jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Werkzeuge brauchen wir nicht. Eisen, Steine, schwere Werkzeuge, Kohle haben wir alles selbst. Räucherfisch haben wir auch genügend. Okay. Dann kaufen wir wirklich bei Händler 1 einmal Weiden ein. Alle 295 bitte. Ja, zack. So, dann können wir da gleich nochmal schauen, ob die sich nochmal gegenseitig ausspielen können. Und einmal 2 Plätze aktivieren. Die dürfen jetzt wieder Weidenkörper bauen. Okay. So, einmal hier rein. Jetzt schauen wir noch mal, was kauft er denn? Eisen, Werkzeuge und Waffen. Der hatte doch Werkzeuge für 25 unterdurchschnittlicher Preis. Das heißt, wir könnten das für 25 kaufen und hier für 33 verkaufen. Ernsthaft? Okay, Moment, das testen wir mal. Also, hier hätte ich gerne erstmal nur für 166 kaufen und lagern, genau. Bei Händler 1 ticken wir die Werkzeuge für 33. Okay. Das würde ich sagen, ziehen wir mal so durch. 214. Das sind dann wohl 8. Sechs, sieben, 8, genau. Kaufen und lagern. Und hier bitte wieder einmal verkaufen. So. Okay, ich denke, wir können hier schon mal langsam weiter spielen. Und ich werde in der Zeit einmal die Sachen hier umbauen. Bitte an ihn hier verkaufen. So, jetzt hat er noch 900. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen drauf achten. Gebrochene Knochen, das ist dann so. Also bitte einmal Werkzeuge. Hat er noch genug? Ah, der hat noch genug. Ja, komm, wir machen für 366 nochmal. Einmal kaufen und lagern. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Ladung sein, die wir hier an ihn verticken. Gegenstände verkaufen. Ja.
wir könnten noch mal ein paar wären noch mal möglich. Ja, machen wir das. 13 kaufen und lagern. Und einmal verkaufen. Gut, dann ist der Händler leer. Wir haben 582 auf Lager. Für nix und wieder nix. Aber so soll das sein. Hier ist übrigens die gute Haruka und arbeitet hier beim Händler. Sehr schön. Okay, das Gold lassen wir uns mal da. Wir könnten gucken, ob wir jetzt irgendwas kaufen noch. Aber so richtig brauchen tun wir hier nichts. Ein Raubtier. Gucken wir mal. Wo ist es? Ja, was soll das hier? Sieh zu. Hau ab. Wo ist denn unser Dorf? Da hinten? Ach, du ahnst es nicht. Was machst du denn da? Ab nach Hause, Mensch. Das musst du doch hier nicht alleine machen. Okay, gut. So, in 8 Monaten ist das ganze Essen verschimmelt. Vor allen Dingen auch das Brot wahrscheinlich. Obwohl Brot sich ja für gewöhnlich eigentlich ein bisschen hält. Das ist ja Wahnsinn. Wir produzieren so unglaublich viel auch Brot. Käse sieht gut aus. Wie sieht es hier mit dem Brunnen aus? Der sieht auch gut aus. Okay, jetzt haben wir 20 Steine. Und wir brauchen jetzt aber erstmal die hier. Bretterproduktion läuft. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn das hier fertig ist. 1000 Gold sind da. Jetzt fehlt noch ein bisschen Ton und ein paar Holzbretter. Und dann haben wir hier eine richtig coole Ecke, wo wir leben können. Gut. Dann denke ich, können wir auch hier unten weitere Häuser bauen. Haben wir schon mehrmals gesehen, an Essen mangelt es uns wahrlich nicht. Da geht noch eins rein, sehr schön. Nein, genau beim Brunnen. Ach, doof. Da geht eins hin und da. Hier lassen wir einen frei, damit wir da hinten einen Weg hinbekommen. Und da passt es auch nicht. Okay, ganz ehrlich, wir werden diesen Weg hier nochmal abreißen. Das Haus auch. Und dann setzen wir hier nochmal einen geraden Weg hin. Weil das ist jetzt wirklich doch ein bisschen zu viel, was uns hier verloren geht. So, einmal da bitte. So, das geht, aber... Ich habe selbst gesagt, ich wollte die Häuser ein weiter nach links setzen, damit wir da noch einen Weg lang kriegen. Damit wir hier auch noch ein paar Häuser bauen können, da hinten. So, einmal bitte ein Haus. Noch eins. Und da bitte auch. Sehr schön. Haben wir. Und an die Ecke hier hinten gibt es bitte eine Verteidigungsanlage. Gut, dann haben wir da ein paar Häuser, dann wird auch unsere Bevölkerung weiter wachsen. Das sieht auch gut aus. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie es hier aussieht mit der Produktivität vom Weizen. Da wären wir bei 1000 mittlerweile. Wow. Okay, also Weizen haben wir genug, aber wir haben echt... Wir könnten also in der Bierproduktion einsteigen. Aber wir haben ansonsten echt ein Problem, was das Essen angeht. Wir produzieren nämlich einfach zu viel davon. Wie sieht es beim Käse aus? Da können wir auch nochmal schauen. Produzieren wir jetzt genügend? So, Milch verdorben, verbraucht... Produziert, verbraucht, ja. Also das sieht gut aus. Wir lassen die beiden erstmal drin. Wir haben einfach zu viel Essen, das muss man jetzt einfach mal sagen. Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. Hier sieht es gut aus. Da ist die Reisezeit auch jetzt geringer geworden. Da auch. Wie sieht es denn jetzt aus bei der Kohle?
1000 haben wir noch. Eisenerz sind noch 2000. Und da hinten haben wir noch 800. Okay, da müssen wir auch langsam uns durchaus mal nach einer Alternative umschauen. Die Frage ist doch auch, wie lange kommen wir denn damit noch hin? Okay, 7 Dorfbewohner geboren. Ja, endlich neue Häuser. Ach, herrlich. Dorfbewohner geheilt, das ist auch gut. Und da gibt es die ersten 9 Häuser. Das ist toll, oder? Übrigens haben wir jetzt auch keine Probleme mehr mit Waffen. Also, da oben noch, aber apropos, haben wir hier hinten überall 2 Leute reingepackt? Nee. Haben wir nicht. Das wollen wir natürlich machen. Ah, die Schule wollten wir auch noch bauen. Wir wollten hier hinten noch eine Schule errichten. Das machen wir jetzt auch direkt, bevor ich es wieder vergesse. Ist die Schule eigentlich, wäre die Schule eigentlich richtig einsortiert im Bereich Lager? Eine Kneipe? Ja, wir haben noch kein Bier, da brauchen wir auch keine Kneipe. 100 Gold! Also die Schule boostet in dem Bereich. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier vorne gibt es einen heftigen Boost. Wir müssten die eigentlich hier oder so hinstellen. Was ist denn, wenn wir tatsächlich hier vielleicht eins dieser Häuser abreißen? Das da hinsetzen. Vielleicht das da. Ich meine, das hat sonst so keinen Boost. Wir machen das. Das Haus wird abgerissen. Und dann gucken wir, dass wir hier vorne hoffentlich die Schule hinkriegen. Nicht, dass wir das auch nochmal abreißen müssen hier. Aber ich denke, das wird uns mehr bringen, wenn wir da eine zweite Schule hinbauen. Okay, Speicher ist voll. Wir haben 30. Brauchen wir hier Steine? Nö. Dann weitere Rübenkeller umbauen, bitte. Wie viele Bauarbeiter haben wir? 10, 33. Wir nehmen noch 2 mehr, aber da müssen wir jetzt langsam aufpassen. Langsam wird sie wieder ein bisschen viel. 7 Menschen? Ich meine, ich habe ja nichts gegen Einwanderer, ne? Aber ich würde auch gerne mal junge Leute hier bei uns aus dem Dorf nehmen. So. Einmal eine Schule, bitte. Oh Gott, hoffentlich passt das. Nein, es passt nicht. Ah! Okay, dann müssen wir echt das Ding ja auch noch abreißen. Dann ist es so. Weg damit. Dann machen wir die Ecke hier wenigstens gleich vernünftig. Könnten wir da noch ein Haus hinsetzen? Nee. Ein Gebäude brennt. Ja, passiert. Das brennt auch gleich noch. Okay, gut. Das hier ist fertig. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt hier vorne die Glaswerkstatt hinbekommen. Also es ist natürlich schrecklich, aber ich habe das bei unseren Leuten. Wohnraumknappheit. Ich weiß. Wir arbeiten dran. Wir haben hier noch ein Gebäude im Bau. Und wir werden auch niemanden im Stich lassen. Und natürlich ach, verdammt, hier haben wir keine Straße. Wir machen das mal dahin. Und bauen einfach mal hier so eine Art Wehrgang hin. Einmal da lang. Okay, gut. Und inzwischen können wir dann noch ein paar Verschönerungen setzen. Und da setzen wir jetzt die Schule hin. Die brauchen wir nämlich definitiv. Einmal. Ja. Dahin bitte. Okay, gut. Dann haben wir nämlich auch die Schule. Und mit den beiden Häusern hier sollte es besser werden. Und wenn übrigens die Schule hier läuft und die ganzen Häuser abgedatet sind, dann haben wir wieder 10 Häuser mit jeweils einer Bevölkerung mehr. Dann ist auch das kein Problem mehr. Dann sehe ich da eigentlich auch kein Problem. So.
Er ist auch fertig. Dann haben wir eigentlich noch einen Rübenkeller. Nämlich ihn hier, der nicht geupdatet ist. Ah, das ist sehr gut. Dann sollten wir auch beim Thema Essen dort ein bisschen mehr hinkriegen. So, du kriegst auch bitte eine weitere Person. Und hier gibt's Ratten. Ach, verdammt, ey. Ja, wir müssen eigentlich noch mehr Rattenfänger bauen. Das reicht hier noch nicht aus. Wie sieht's hier hinten aus mit unseren Apfelbäumen? Ja, das passt auch. Okay. Das sieht aber auch hübsch aus hier, wo jetzt die Bäumchen nachwachsen. Hier vorne bin ich mir halt noch nicht sicher, was wir hier machen. Könnt ihr mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich denke, wir sind hoffentlich gut gefeilt für den nächsten Winter. Wir haben jetzt hier... Ach klar, hier gibt es auch keinen Ratten. Hier gibt es auch nichts. Wir bauen jetzt hier nochmal ein neues Rattenfängerhaus hin. Und dann werden wir versuchen, dass wir das hier ein bisschen besser in den Griff kriegen. Also bei den Ratten müssen wir jetzt echt mal ein bisschen nachlegen. Und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dass wir den ersten hier wieder reinbringen, dass wir vor allen Dingen auch da eine Verteidigung haben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategien und ciao, ciao.